Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, herzlich willkommen hier zum Vlog mit der Ordnungsnummer 50. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir sind schon bei Vlog 50 angekommen. Seit 2019 mache ich das jetzt hier, seit fast 4 Jahren. Und ja, ich bin fasziniert. Wir haben es jetzt mal zur Nummer 50 geschafft. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der 50. Vlog auch ein guter und schöner Vlog für euch wird. Ich erläutere euch mal ganz kurz den Reiseverlauf oder wie die Reise jetzt geplant ist. Ich fahre jetzt hier von Nürnberg nach NRW, werde den Nachmittag dort mit ein paar guten Freunden verbringen. Ihr wisst ja, ich habe in NRW einen großen Freundeskreis. Dann geht es von NRW über Nacht nach Berlin. Und ja, da kommt dann das Highlight der Reise oder das, was unser Hauptziel ist. Ich fahre mit dem letzten DB Intercity 1 nach Flensburg. Also nicht der letzte Intercity, aber der letzte Intercity der Deutschen Bahn, der Flensburg noch erreicht. Intercity 1 sind ja mittlerweile auch vom Aussterben bedroht, verschwinden nach und nach. Aber alles Weitere dazu werde ich später nochmal ausführlich erläutern. Kurz nochmal, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich über Nürnberg nach NRW fahre, ganz einfach erklärt, ein Kumpel von mir ist Zugbegleiter und der fährt heute auf einem bestimmten Zug, wo ich bei ihm mitfahren möchte. Deswegen dieser kleine Umweg, also nichts Wildes. So, wir starten in die Reise und ich melde mich dann aus NRW eventuell wieder und bis später. So, hallo Lukas. Ja, hallo, ich bin Lukas. Ich war schon im Vlog 21 vom Tanino dabei. Ist war schon eine sehr coole Tour. Fast 2 Jahre her. Genau, ist schon länger her. Jetzt wurde ich heute mal auf der Arbeit erwischt. Haben wir uns vor ein paar Tagen in Verbindung gesetzt und dann erfahren, dass der Tanino mit meinem Zug fährt, was ganz cool ist. Ich fahre das Ganze hier bis Köln-Messe-Deutz. Dann endet mein Dienst erstmal. Und für mich geht es weiter Richtung Düsseldorf. Wir sind hier gerade im IC 726. Und ja, für mich was ganz Besonderes, mal jemanden hier im Zug dabei zu haben, der mich kennt, ne, auch schon seit so langer Zeit. Weil ich habe das tatsächlich so nie, dass ich mich mal irgendwie Freunde oder so auf dem Zug besuchen. Ist auf jeden Fall sehr cool, freut mich sehr. Und es freut mich auch, dich das erste Mal auf dem Dienst mal begleiten zu dürfen, auf jeden Fall. Das ist mal was anderes. Und ja, ich war auch bis Düsseldorf und da sehen wir uns dann wieder. Genau. Gute Fahrt, guten Dienst. Ja, danke schön. Dir auch eine gute Fahrt. Dankeschön.
Hoppenhofen, Duisburg, Hoppenhofen, alle nachbildige Anschlusszüge erreicht für Sachsen Offenhofen. Ich werde die Leute schon kennen, wenn er dort. Tschüss, hey. Krefeld, Hauptbahnhof. Angekommen in Krefeld und die zweite Person für heute ist ja, da. Ja, ich bin Michael und ich wohne hier in Krefeld und wir wollen jetzt Palmachtsees hier ablichten. Genau. Das ist der Nachmittag heute ja. Und dann geht's auch schon mit dem Hauptteil der Route los. Ja. Und ja, mit dir heute jetzt der Nachmittag, ja. Mhm. Jo. Ja. 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 So, das Wetter ist heute irgendwie echt verhext. Zuerst ist es total bewölkt, dann scheint die Sonne, dann regnet's, dann scheint wieder die Sonne, jetzt regnet's und gewittert's und da hinten, wenn man mal guckt, da hinten ist es schon wieder blau. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich zeige jetzt mal nach vorne, guck mal, da regnet's. Da hinten ist wieder alles dunkel, also das ist irgendwie, ja. Ja, Krefeldwetter. Ganz kurz, was wir jetzt machen, also beziehungsweise ich fahre dann jetzt gleich nach Wuppertal weiter und treffe mich dort mit dem Hendrik. Du wirst mich auf jeden Fall noch bis Düsseldorf begleiten und vielleicht sogar noch bis Wuppertal, aber ja. Ja. Sehen Sie da in Schwuppertal, Schwoberbarmen. Wupper, wupper, Wuppertal, wupper, wupper, Wuppertal. Angekommen in Wuppertal, Steinbeck. Jetzt wird nur noch auf Hendrik gewartet. Ja, der auf hier Henry. Auf Hendrik. Mhm. Der hier gleich mit der S-Bahn ankommt. Hendrik, Bock auf Vlog? Immer doch. Und ja, ich weiß nicht, wie viel der Vlog es ist. Ob 50! Ja, der 50. Vlog. Natürlich, der Hendrik ist doch mein Ehren.
eine ganz besondere Ehre, hier dabei zu sein. Hendrik ist meine Ehrenperson und natürlich hat er die Ehre verdient, im 50. Vlog dabei zu sein. Das ist doch logisch. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Vlog an dem Ort starten darf, wo auch der erste war. Und wir gehen jetzt hier in Wuppertal was essen und dann fahren wir heute Abend weiter in Richtung Berlin. Genau, und was machen wir dann von Berlin aus? Wir fahren mit dem letzten Intercity. Mit dem letzten verbliebenen Intercity 1 in Richtung Flensburg. Es waren ja nie viele, aber es ist halt der einzige, der dieses Fahrplan ja nach Flensburg fährt. Und da fahren wir dann morgen früh mit. Vermutlich und zu befürchten, dass es vielleicht auch einer der letzten ist, weil ich meine, Intercity 1, das ist ja ein Zug, der vom Aussterben bedroht ist. Dieses Fahrplan, ja, wir hätten noch bis Dezember, meines Wissens nach, aber es ist trotzdem schön, mit dem Intercity 1 nach Flensburg zu fahren. Haben wir alle noch nie gemacht, also er ist ja dann nicht mehr dabei, aber wir beide haben es noch nie gemacht natürlich. Genau, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal was essen, dann geht's nach Parken und dann nach Berlin und bis dann. Bis denne dann. Wir haben es jetzt 1.45 Uhr in der Nacht und Spandau haben wir gerade passiert und befinden uns nun auf der Stadtbahn in Richtung Hauptbahnhof, wo wir dann in circa 5 Minuten ankommen werden. Mitten in der Nacht, wieso haben wir das gemacht? Es gibt noch den ICE 949. Tanino wird es euch erklären. Der ICE 949 ist ja ein Nacht-ICE, klassischer Nacht-ICE, der halt morgens ankommt. Dadurch ist der natürlich auch beliebt bei Reisenden, weil du steigst abends ein und kommst morgens an. Das ist ja der Sinn und Zweck so eines Nachtzuges. Und das hier ist ja ein Zug, der mitten in der Nacht ankommt. Und das ist halt für die meisten doof. Sieht man ja hier. Der Zug ist komplett leer. Wir haben den ganzen Wagen für uns gerade. In Spandau sind die letzten beiden Mitreisenden ausgestiegen. Also dieser Wagen 21 ist Privatwagen für uns und sonst auch im Wagen 32 sind wenig Leute. Ja, also was andere quasi doof finden, dass man halt mitten in der Nacht ankommt, finden wir hier halt in dem Fall komfortabel, dass halt leer ist. Ja. Abfahrt 1:47 Uhr. Heute circa 10 Minuten später von Gleis 12. Und um uns jetzt die ganze Nacht hier in Berlin die Zeit zu vertreiben, bis der Zug nach Flensburg fährt, fahren wir zum
BIA Airport Flughafen Berlin-Brandenburg eine Stunde lang mit der S-Bahn. Um es ganz einfach zu sagen, wir fahren zum Flughafen BER. Flughäfen sind ja grundsätzlich große und sichere Orte. Und unabhängig davon, dass wir Hendrik und ich, dass wir sehr große Luftfahrt-Nerds sind, muss man einfach sagen, Flughäfen sind einfach ein schöner Ort, um sich wenn man nachts irgendwo strandet oder einfach so ist, kann ich eben nur empfehlen, zum Flughafen zu fahren. Wenn man mal den Fall hat, am Frankfurter Hauptbahnhof zu stranden, nicht den Fehler wie er machen, dann 3 Stunden da bleiben, einfach 10 Minuten mit der S-Bahn zum Flughafen. Am Flughafen kann man dann mit dem Shuttlebus zum Terminal 2, da hat der Megis, macht um 2 Uhr auf. Ja gut, das ist viel besser einfach. Gut, nee, also mein Hauptpunkt ist halt einfach, an Flughäfen ist sehr viel Sicherheitspersonal und Polizeipräsenz und das ganze kriminelle Klientel treibt sich eigentlich immer an Bahnhöfen rum und Flughäfen sind nachts immer sehr, sehr sicher und da fühle ich mich wohl und da... Und auch immer sehr, sehr leer. Halte ich mich immer sehr, sehr gerne auf. Und da fahren wir jetzt hier in dem Fall auch in Berlin hin und überbrücken die 5 Stunden, glaube ich, bis unser Zug nach Flensburg fährt. Jo. Und dann machen wir noch mal eine kleine Erläuterung zu dem Zug nach Flensburg, aber dazu dann später. Wie man sieht, ist Tanino ja gerade, deswegen mache ich eben einmal diese kurze Szene und erzähle euch einmal, wie es für uns weitergeht. Wir befinden uns nun in der Regionalbahn 23 zum Berliner Ostkreuz, ganz knapp erreicht, aber es ist jetzt nicht, dass wir diesen Zug unbedingt erreichen müssen. Wir haben diesen Zug erreicht, weil wir Glück hatten, aber es ist nicht schlimm, aber ist ja auch egal. Vom Ostkreuz geht es dann für uns weiter zum Südkreuz. Und da startet der Intercity 2070, ein DB Intercity 1 nach Flensburg. Der einzige Intercity 1 nach Flensburg. Und in den Jahren 21 und 22 fuhr ja auch gar kein Intercity 1 nach Flensburg. Deswegen ist es natürlich auch was Besonderes. Und ich freue mich, dabei sein zu können. Und Tanino natürlich ebenso. Operation Nahrungsaufnahme abgeschlossen, würde ich mal sagen. Sehr gut. Ist leer. Operation Moderationsszene auch abgeschlossen. Dann sind wir quitt. Super. Exit to the left. Thank you.
City ist einfach so geil. Definitiv. Leider viel zu wenige 11-Wagen-ICs geblieben. Und jetzt sind wir gleich in Flensburg. Ja. Die Fahrt war mega geil. Ja, sehr, sehr schöne Fahrt. Ab AHA hatten wir ja dann auch unser Privatabteil wieder. Ab Hamburg, bitte nicht in Hieroglyphen sprechen. Tanino verlinkt euch dann den Betriebsstellenfinder, dann könnt ihr die auch rausfinden. Falls ich mal wieder in meinem RL100-Code spreche. Du kannst auch einfach Deutsch sprechen. No. No, no, no. Das Fazit zur Zugfahrt haben wir gerade schon gegeben. Ja, Hendrik, jetzt kannst du uns gerne erzählen, wie es weitergeht hier in Flensburg, am nördlichsten, in der nördlichsten Stadt Deutschlands. Ja, wir werden nun erstmal Tickets kaufen gehen für den Zug in Richtung Tinglev, das ist in Dänemark. Und es ist auch dann Taninos erstes Mal in Dänemark. Gumminase ist er ja schon mal gefahren, aber in Dänemark war Tanino tatsächlich noch nie. Ja, also es gibt zwei Nachbarländer von Deutschland, in denen ich noch nie gewesen bin. Das ist zum einen Dänemark und zum anderen, weißt du es? Luxemburg. Luxemburg, das ist das andere Nachbarland, in dem ich noch nie war. Habe ich aber diesen Sommer noch vor, vielleicht auch mit dem lieben Hendrik. Ich war in allen Ländern schon mal von Deutschland, die Deutschland umgeben. Gumminase bin ich zuletzt gefahren auf der Vogelfluglinie, 2017 müsste es gewesen sein. Ich bin 2021 zuletzt gefahren und 2019 auch mit der Fähre rüber nach Kopenhagen. Das hätte ich so gerne gemacht, da diese Fähre von Puttgart nach Rødby, aber gut, dazu kam ich leider nie. Gut, aber jetzt geht's auf jeden Fall erstmal, also wir wollten jetzt erstmal noch in die Stadt nach Flensburg rein, bevor wir nach Dänemark fahren. Eventuell mit E-Scooter, gibt's ja hier auch in Flensburg, und dann geht's nach Dänemark. Ja. Und dann bin ich gespannt, wie ich Dänemark empfinde. Also kurzer Abstecher, wir sind eine Stunde, dann sind wir wieder in Deutschland und diesen Sommer habe ich eventuell auch nochmal was Größeres mit Dänemark vor. Das ist allerdings bisher nur geplant, das ist nichts Festes. Vielleicht kommt da noch was im Sommer, mal schauen. Dänemark, Katzburg, Pellborg. Bitte bereiten Sie schon mal alles vor.
In Padua kommen gleich die Behörden zu uns auf den Zug und kontrollieren einmal Ihren Reisepass oder Personalausweis. Bitte legen Sie schon mal Ihren Reisepass oder Personalausweis auf den Tisch. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Nächste Station, Padborg. Und wir erreichen Padborg Belborg. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir bedanken uns für die Reise hier im Intercity der dänischen Staatsbahn. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Und bitte beachten Sie, jetzt kommen die Behörden zu uns auf den Zug. Bitte bereiten Sie alles vor. Legen Sie bitte Ihren Reisepass oder Personalausweis auf den Tisch für die Kontrolle. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, now we make the first stop in Denmark in Belborg. The exit on the right hand side. And please have ready your passport or ID card for check. Goddag alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Danmark og velkommen i Intercity-toget her, som kører mod Fredericia og Aarhus. Vi ønsker jer en rigtig god rejse. Guten Tag, liebe Fahrgäste. Herzlich willkommen in Dänemark und herzlich willkommen hier im Intercity Richtung Fredericia und Aarhus. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise. Hier wieder erstmal. Nächste Station, Tinglev. Dänemark habe ich erfolgreich kennengelernt, ist jetzt zwar nur ein kleines Kaff hier, also so einen ausführlichen Eindruck konnte ich mir jetzt hier so kurz nicht machen, aber ich habe ja wie gesagt im Sommer das eventuell nochmal ausführlicher vor. Wir fahren jetzt mit dem mit der Gumminase Intercity nach Flensburg zurück. Wieder zurück und dann nach Hamburg mit zwei Stunden im RE7 von Flensburg nach Hamburg. Ihr werdet es mir kaum glauben, aber darauf freue ich mich tatsächlich. Und zwar jetzt nicht irgendwie eisenbahntechnisch oder so, sondern ich freue mich einfach schlicht und einfach darauf schlafen zu können. Ich bin müde. 2 Stunden durchschlafen im RE7. Und danach haben wir nochmal ein kleines Highlight vor. Da sind wir uns aber noch nicht ganz sicher, ob das klappt, weil wir in Hamburg nur eine knappe Umsteigezeit haben. Deswegen, wir kommen da dann später nochmal dazu. Wir haben aber noch ein bisschen was vor. Ja. Also wir sind noch nicht am Ende. Gerne noch dranbleiben. Wir sind jetzt angekommen am Hamburger Hauptbahnhof und eigentlich hatten wir angekündigt in Dänemark, dass noch ein kleines Highlight bevorsteht, aber leider gibt es dazu ein paar Probleme, die Tanino euch jetzt erläutern wird.
Ja, also wir wollten noch mit dem ICE nach Nörten-Hardenberg fahren. Jetzt bestimmt bei vielen von euch ganz viele Fragezeichen. Was ist denn das für ein ICE halt? Kann ich sehr gerne erklären. Das ist ein kleines Kaff in der Nähe von Göttingen. Und aufgrund einer Fliegerbombenentschärfung dort vor Ort enden die ICEs dort und ist dort Schienenersatzverkehr. Und das ist halt ein kleiner Kaffbahnhof und das wollten wir uns mal angucken, wie das so ist mit ICEs an so einem kleinen Kaffbahnhof. Klappt jetzt halt leider nicht mehr, weil der ICE über eine Stunde Verspätung hat und ich sonst heute Nacht nicht mehr heimkommen würde, was für mich mit sehr viel Stress verbunden wäre, da ich ja auch schon sehr müde bin, und auch mit zusätzlichen Unkosten durch zusätzliche Tickets wäre es für mich auch noch verbunden. Deswegen habe ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich habe die Tickets alle bereits im Voraus gebucht und es ist mir egal, ich mache das und ich habe Lust auf ICE in Nörten-Hardenberg und auch wenn es mit meiner Müdigkeit nicht viel anders aussieht, mache ich das und habe Bock drauf und ich hoffe einfach mal, dass ich dann heute Abend noch nach Hagen kommen werde und ich werde auch an dieser Stelle den Vlog teilweise übernehmen. Das heißt, er wird euch auf die Reise nach Stuttgart mitnehmen und ich werde euch auf die Reise mit dem ICE nach Nörten-Hardenberg mit dem Handy mitnehmen. Ja, ja, also habt ihr mal einen Vergleich. Bei mir wird nicht mehr viel Spannendes passieren. Ich fahre direkt durch nach Stuttgart mit dem 617 und ja, Hendrik wird euch noch ein bisschen was zeigen. Mal gucken, wie er das hinkriegt. Ich hoffe, du machst es gut. Enttäuscht bitte meine lieben Zuschauer nicht. Ich habe leider nur ein Handy dabei, aber ich denke, das sollte für euch in Ordnung sein. Du gibst dir Mühe, Hendrik. Du gibst dir einfach Mühe. Mache ich in meinen Vlogs auch immer. Also dieses Mal auch am besten. Ja. Das heißt also, wir trennen uns jetzt in Hamburg schon. Was für uns nicht weiter schlimm ist, weil Hendrik und ich sehen uns nächste Woche auch schon wieder. An dem Ort, wo in wir heute Berlin. Nacht auch waren. Wir machen wieder was Berlin-Technisches. Ja, also Hendrik und ich, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Ja. Von daher dem 51. dann. Eine Woche und dann haben wir uns hier wieder. Leider entfällt der Halt in Nörten jetzt bei dem ICE. Das heißt, ich könnte 2 Stunden später fahren. Das würde dann aber für mich auch bedeuten später, weil das heißt, das wäre dann wirklich später. Dann müsste ich mit dem 840 fahren, wieder mitten in der Nacht in Dortmund, könnte nach Köln, aber dann werden das noch viel weitere Kosten. Das heißt, ich habe jetzt an der DB Information Hamburg Hauptbahnhof gefragt, ob ich mit dem 2409 fahren darf. Er hat mir dann die Zugbindung aufgehoben an der Info und das heißt, dann fahre ich jetzt gleich hier mit dem Intercity 2409 in Richtung Essen zurück. Heute mit einem ARKI-MBZ eingereiht und ARKI-MBZ sind ja die unmodernisierten Bordbistrowagen und das ist natürlich dann schön und eine gute Alternative, dann am Abend heute damit zu fahren und die Bremsen beim 401 sind sehr, sehr laut. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, mit dem Unmodbisto ARKI-MBZ geht es dann nach Essen eingereicht im Intercity 2409.
Essen Hauptbahnhof ist erreicht und Taninos Zug ist tatsächlich noch nicht angekommen, weil der Intercity 2409 ist ja ein ICE-Sprinter, sodass der natürlich dann früher ist und weil, weil die AB40 nach Hagen ausfällt, fahre ich dann jetzt mit ihm noch eben bis nach Düsseldorf und fahre dann von Düsseldorf mit dem RE4 nach Hagen zurück. Dann kommt noch der Zug. Ja, dann sind wir halt unterschiedlich von Hamburg nach Essen gefahren. Ich aber denke ich wesentlich besser mit meinem ARKI-MPZ. Was? Ja, das war Vier Minuten haben wir bis jetzt. Also komm mal eher um 10 Uhr. Ey, ohne Witz, ich bin so neidisch, wie Hendrik es noch geschafft hat, so ein geiles Alternativprogramm zu fahren. Nörten ist ja dann komplett weggebrochen oder war gar nicht mehr möglich, weil der Zug ausgefallen ist. Und Hendrik hat dann ja einfach noch die Alternative gefunden, dass er mit diesem ARKI-MBZ-Speisewagen mitgefahren ist nach NRW und dann nochmal hier ein Stück in meinem Zug mitgefahren ist. Und das Ding ist, ich hätte das theoretisch auch machen können. Ich hätte da keine Nachteile von gehabt. Ich meine, ich hätte ja den Zug hier auch erreicht, wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte. Ja, jetzt hat Hendrik noch ein richtig cooles Alternativprogramm gehabt und ich hatte über 7 Stunden lang 412. Ja, schön, ne? Gut, nee, aber ich freue mich für Hendrik, dass er noch so einen schönen Abschluss hatte. Gut, für mich war es jetzt auch okay. Ich habe sehr viel geschlafen jetzt hier in dem Zug. Ja, dafür gönne ich mir jetzt vielleicht noch mal was im Bordrestaurant. Mal schauen. Nach über 7 Stunden Fahrt mit Baureihe 412 ICE4 bin ich jetzt endlich hier in Stuttgart Hauptbahnhof angekommen, um 1:15 in der Nacht. Ja, jetzt muss ich nur noch warten, bis der erste Zug zu mir nach Hause fährt. Die Wartezeit für mich ist diese Nacht ein kleines bisschen kürzer als sonst, weil die Uhren heute Nacht umgestellt werden. Von 2 Uhr auf 3 Uhr wird die Zeit vorgestellt, also muss ich nicht so lange warten wie sonst. Andere Leute regen sich darüber auf, dass sie weniger schlafen können. Ich hingegen freue mich, dass ich weniger warten muss in Stuttgart, bis dann ich nach Hause komme. ja, es war wirklich eine sehr schöne Reise. Also ich glaube dafür, dass das der 50. Vlog war und dafür, dass ich aus dem 50. Vlog auch ein bisschen was Besonderes machen wollte, ist mir das doch relativ gut gelungen. Also meine Meinung. Jetzt könnt ihr ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Freue ich mich natürlich immer, wisst ihr ja, dass mich euer Feedback immer sehr interessiert, dass ich auch immer sehr viel Wert auf die Meinung meiner Zuschauer lege. Ich persönlich bin der Meinung, also zumindest jetzt so auf der zwischenmenschlichen Ebene habe ich sehr viel rausgeholt. Ich hatte 3 gute Freunde dabei im Vlog und eisenbahntechnisch, ich habe Dänemark neu kennengelernt, ich habe Dänemark neu kennengelernt. Ich war in NRW, wo ich ja immer sehr gerne bin. Und ja. Ja, es gibt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, wenn die Zeit umgestellt wird. Ich glaube, ich filme noch die Bahnhofsuhr, wie die von 2 Uhr auf 3 Uhr dann umstellt später. Das nehme ich noch mit rein ins Video. Aber ansonsten soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja,
Tschüss, bis zum nächsten Mal dann. Thank you.